Sie ist ganz schön mutig, ey. Die springt, das sind da locker Jo, 3, 4 8 Meter. Meter. Ja. 10. Ach ja, ah ja, alles klar. Nicht dran schießen, ah ja. Ach, da musst du jetzt hochklettern. Da kannst du nicht einfach so hochspringen, ne? Hahaha. Was für ein Schiff, ey. Hier ist der Lift. Hoffentlich funktioniert er noch. Tja, hoffentlich funktioniert er noch. But first? Wie der Gesalfi. Ach, wieder Spezialmunition, Spezialzubehör, super. Und keine Werkzeugkiste, wo ich mal eben schon rangehen kann. Wo geht's hier hin? Bevor ich dahin gehe, wo ich hingehen muss. Der Schlüssel zum Starten des Lifts ist nicht da. Ah. Dann müssen wir ihn finden. Siehste? Okay, ich suche hier. Mal sehen, ob er auftaucht. Verstanden. Ich suche hier bei mir. Der Typ, ey. Normal. Hallo. Sagte Raymond nicht, seine Partnerin wäre im Kielraum? Das heißt, Rachel oder sonst wer hat den Schlüssel. Wir müssen sie nur finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Ja, hoffentlich war sie es nicht. Klar war sie das. Was sollte es sonst gewesen sein? Duster ist es hier. Da ist die Treppe hoch. Bin natürlich. War ich hier nicht schon mal? Ach, hier bin ich vorhin. Das war ganz am Anfang vom Spiel. Was ist. Was hat er dafür? Ja, Monika. Oh, ich dachte, ich konnte schon. Fehleinschätzung meinerseits. Alles klar. Kein Zeug hier? Toll. Ja, hier sind wir aufs Schiff raufgekommen. Jetzt sind hier ein paar mehr. Okay. Die ignoriere ich und laufe einfach dran vorbei. Bin so verrückt. Ach. Was? Die sind aber schnell zugrunde gegangen. Ja, der eine auf jeden Fall. Ach, hier ist noch was. Noch mehr? Gott, hier ist überall noch Zeug. Das habe ich damals vorhin alles. Damals. Vor ein paar Tagen gar nicht mitgenommen, alles. Eine Hand hat doch auch noch. Außer euch. Hast du ja auch nicht gesehen. Da ist ja noch kein Spezialwerkzeug. Stimmt. Nee, doch, das hatte ich da schon. Ja? Ja. Ich habe es noch nicht genutzt regelmäßig, weil ah, ja. Weil ich dann noch nicht wusste, dass ich habe das erst gemerkt, als ich bei der Tante da im Keller war. Alles klar. Dass man das regelmäßig mal benutzen sollte. Ja, auf den
Schränken hat sich jetzt nichts Neues angesammelt. Rot. Oh, siehst du, die ist doch schon wieder wach, die auf die Leute, die. Ich hab's nicht gesagt. Rot kann ich nicht. Pistole, sehr gut. Das scheint wieder ein dicker, fetter Bosskampf zu werden, weil so viel Munition hier rumliegt. Ich ahne das auch schon. Also ist dieses Spiel auch sehr munitionssparend, also erzogen. Dass du dir gut überlegst, mit was du schießt. Ja. Mit wie viel Schaden und so weiter, also das ist schon wichtig. Muss ich jetzt... Unter? Nee. War dann das noch? Ich muss hier hoch, genau. Da war der Raum, wo wir gefangen genommen wurden. Da könnte ich jetzt eigentlich auch nochmal reingucken, ob der Typ uns da noch was hingelegt hat. Achso, kann ich nur reingucken. Ah, siehst du, Spezial Upgrade Kit. Und ein Viech. Ja, mach auf, ich will das Kit haben. Hier habe ich diese Chris-Puppe gefunden. Wo ist der echte Chris? Tja. Geheimnisvolle Anweisung. Da sind wir bei der Treffen zum Kampf werden. Noch irgendwas? Ja. Kleines Kraut. Dann kann ich mich ja einmal heilen. So, ich habe die Tante ja schon gehört eben, ne? Also. Mhm. Wahrscheinlich gleich ein paar Mal noch irgendwie machen. Erstmal kommen andere Gegner. Ich bin hier schon ein paar Mal durchgelaufen jetzt, ne? Das muss ich immer wieder hier durchlaufen. Was denn? Hat er denn für ein Problem? Ist damals hier auch schon so dunkel. Siehst du, hier ist ja wieder Eisenankerschlüssel. Dann kann ich ja wieder ein bisschen Zeug ansammeln. MG-Munition. Hier das Kraut. Und bestimmt noch irgendwas anderes hier. Die Munition, die ich immer noch nicht gefunden habe. Aber dafür ist hier eine Kiste. Schön. Kann ich. Ach du, hier. Oh, Waffe wechseln. Nein. Noch nicht. Ich will erstmal die. Ich nehme natürlich alles mit, was ich kriegen kann hier. So, stoppen. Feuerrate 2. Gut, also, welche packe ich denn mal weg? Die packe ich jetzt mal zur Seite. Dann nehme ich die hier mit. Ah, MP5. Siehst du. Schöne MP5. So, was kriege ich hier? Stoppen. Was ist Stoppen? Erhöht die Mannstoppwirkung 100%. Eigentlich ja nicht verkehrt, ne? Nur ist es. Ist das besser in der. Vielleicht in der Schrotflinte besser, ne? Ja,
Dann machen wir das so, dann ist das Magazin hier für raus. Das Magazin, Schaden. Schaden klaue ich mir aus der hier. So, das ist auf Feuer. Okay. Feuerstoß, der bleibt drin. Dann rüsten wir die. Damit auf. Damit auf. Feuerrate darf hier nicht rein. Okay. Schaden rein. Ach, hier ist schon Schaden, ne? Schaden 2, machen wir das so. Dann machen wir hier Schaden 1 rein. 65 zweimal, okay. So, jetzt haben wir noch Feuerrate. Tauschen wir die aus, habe ich einmal Feuerrate 1 über. Gut. Welch eindringliche Stimme sie hat. Ich habe irgendwie die Ahnung, dass ich hier gleich Lüftungsgitterkampf machen darf. Okay, es war hier. Ja, und sie ist jetzt nicht mehr da. Sie hat's geahnt. Faszinierend, dass sie so viele heftige Verletzungen hat und trotzdem noch ein kleines Buch darüber verfassen kann, wie es ihr geht. Ja. Es, wenn du schon liest hier, wurde vom Mund schon überrascht. Was für ein Pech. Oder war Pech. Ich wusste sofort, dass ich diese Mission hassen würde. Mein Kopf fühlt sich an, als ob er gleich platzt. Und ein Auge ist schon weg, kann kaum sehen und mir ist übel. Die Arme fühlen sich auch komisch an. Mein rechter Arm ist zweigeteilt. Bin blutüberströmt, kann meine Knochen sehen. Trotzdem kann sie noch ein Buch schreiben. Ein Leser nicht schreiben. Ja. Ich habe sie gefunden, aber sie ist ein Zombie. Ist das nicht immer so? So, wo ist sie jetzt hin? Leckerbissen für mich. Oh, scheiße, ich wollte doch noch... Ich wollte doch noch scannen. Sie flieht. Sie ist in den Rohren. Los, sie könnte den Schlüssel haben. Die Rohre sind verbunden. Okay, schon unterwegs. Ich komme gleich zu deiner Position. Heilung.
Der Inventar ist voll. Okay, ich darf mich nicht mehr heilen. Mein Inventar ist voll. So. Oh, da. Soll mit ihr spielen, hat sie gesagt. Raymond, wo bist du? Aber die Verwandlung war so schnell. Der Virus ist stärker, als ich dachte. Ja, vor allen Dingen, weil sie schon wieder direkt vor meiner Nase steht. Oh, 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 nein, lass das, lass das. Nix. So. Und ich habe keine Munition mehr in der Dings. Ja, Spiel. Spiel gleich mit dir, du. Und der haut ab, okay. Bisschen creepy, ne? Also sie ist, sie hat ein bisschen den, ich will dein Blut. Einen Knall. Hier noch Muni? Oder hatte ich alles eingesammelt? Oder alles eingesammelt? Hier müsste sie jetzt auch noch mal kommen, wa? Oder nicht? Nee. Nur ein normaler, der interessiert mich nicht. Ach, da ist sie. Ah, nee, da ist er. Okay. Ich stell mich mal schützend hinter meinen Kollegen. Alter, lass mich durch. Ich hab dir nichts getan. Noch nicht. Hallo? Hallo, lass mich durch. Ich bin Arzt oder ich will Arzt, je nachdem. Na siehste. So, das war der Eckenkampf. Komische Trolle. Bisschen merkwürdig. So, Aufzugschlüssel, toll. Es war also wirklich Rachel. So will ich nicht enden. Das will keiner. Ich kann es auch gerne nochmal in deiner Sprache sagen. Das will keiner. Wieder einmal steht man da am Ende einer Stage und hat kaum noch Money. Ernsthaft, die lebt noch? Jedenfalls ein leises war noch zu hören. Heißt das etwa, Weltro hat also auch die FBC betrogen? Keine Ahnung. Vielleicht nutzen sie einfach jeden aus. Im Moment geht es eher darum, dieses Schiff zum Laufen zu bringen.